Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Bürste hauen sollen. Was zum... Komm hier! War ich das etwa? Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh oh. Herr Cletus, sind Sie da? Ist alles in Ordnung? Ja. Alles bestens. Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Kein Problem. Kein Problem. Die Geldtasche. Tasche? Tasche? Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Was ist da drin? Was ist da drin? Gut, dass ich so ein gutes... Also das hier ist ja der Anfang vom Inventar. Da muss ja die alte Tasche sein. Denn die Sachen haben alle später gekriegt hier. Also gebe ich ihm einfach mal die alte Tasche. Hier. Hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen. Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich? Natürlich. Unterwäsche. Verdammt. Dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, aber die Tasche kann man vielleicht austauschen. Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. Ich will den ausrauben und die Klamotten stehlen, damit er nackt rumlaufen muss. Ich hasse den. So, da haben wir noch das Rohr, aber sonst kommen wir hier, glaube ich, Spiegel, Rohr, weg. Halt, vielleicht ziehen wir uns mal wieder um. Ich fühle mich so nicht wohl. Keine Zeit, ab jetzt zähle ich jede Sekunde. Was? Ich kann doch nicht so rumlaufen die ganze Zeit. So, bloß raus hier. Und nachdem Cletus ausgeschaltet ist, können wir ja ganz unbedarft rumlaufen zur Rezeption. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu? Das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Hoch! Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. So, können wir jetzt endlich mal diesen Muffelschnuffel da rausholen? Ich würde mich gern umziehen. Keine Zeit. Ah. Gut, dann gehen wir erstmal da rein. Huch. Hey, Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch. Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch... Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oh, so? Naja. Wir dachten...
Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst, es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne? Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Wo ist er hin? Er ist weg. Vorwärts, aber Dalli! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Oh. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Goal, weg hier. Puls an der Ragu! Hey, halt! Stehen geblieben! Das ist echt eine Irrenanstalt. Wir müssen Cletus loswerden. Aber wie? Ist in Arbeit. Puls an der Ragu! Nicht doch. Das ist eine Verwechslung. Okay, ich geh mal hier rein in den Schrank. Nein, bleib draußen. Cool, was machst du denn hier? Oh, oh. Hey, komm zurück. Alter, das ist doch übelster Slapstick gerade. Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Okay, in Cletus' Zimmer? Halt, oh, Anleitung schon wieder. Was für ein Durcheinander. 5 Türen, 2 Treppen und 5 Leute, die sich gegenseitig über den Flur jagen. Wie kann Rufus in diesem Wirrwarr nur dafür sorgen, dass sich Cletus und Donner auf dem Gang begegnen? Nur wenn er herausfindet, wie die Ausgänge zusammenhängen und nach welchem Prinzip sich die einzelnen Charaktere für eine Tür entscheiden, kann er das Chaos beherrschen. Scheiße. Ich müsste mir das jetzt aufmalen hier in einer strategischen Simulation auf dem Zettel quasi. Das sind links 3 Türen und rechts 2. Nee, es sind auch 3, weil hier hinten eigentlich 4, weil von da kommt man dann wieder zum Pastetenautomaten. Hier haben wir 3. Sekunde, ich mache mir das mal ganz kurz auf. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Nicht verzagen, ja, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da, Moment. So, ich weiß schon mal, wenn man da hinten reingeht, kommt man hier vorne wieder raus. Das habe ich mir gerade schon mit einem Pfeil notiert. Und ansonsten müssen wir gucken, wer sich hier wie entscheidet. Ich gehe jetzt mal in Cletus' Zimmer. Stopp! Der Kontrollrad jagt der Verrückten hinterher. Da kommen wir einfach wieder raus. Ich probiere es einfach mal ohne Aufschreiben erstmal. Goal geht da hinten lang. Und kommt dann auch wahrscheinlich hier vorne wieder raus. Wir gehen mal da hinterher. Aber Goal! Goal kommt vorne raus. Bleib doch mal stehen! Und geht vorne wieder rein immer. Warten Sie! Wir haben hier einen Kreislauf quasi. Ich weiß noch nicht, ob wir den unterbrechen können. Wir müssen ihn irgendwie unterbrechen. Goal geht jetzt da hinten wieder rein. Dann kommt sie gleich... Ach, ich zeige jetzt mit dem Finger drauf. Die kommt dann hier vorne wieder raus. Dann kommt Cletus da hinten, kommt da wieder durch. Wenn ich ihr mal entgegengehe, was passiert dann? Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Geht sie da rein? Aber jetzt hat Cletus sie nicht gesehen. Was passiert, wenn ich da reingehe? Nur mal testweise. Komm ich hier wieder raus? Yeah, geil. Gehe ich da hinten rein? Komm ich vorne wieder raus. Juhu! Das ist ja völlig abwegig. Wir gehen mal Cletus entgegen. Das ist doch. Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte! Nein, stopp! Ich. Aua! Hilfe! Hey, warte! Cletus geht jetzt da. Komm sofort zurück, du Memme! So, ich gehe jetzt in den Schrank. Da müsste Cletus rauskommen, aber ich glaube, dann kommt Goal hinten raus. Nee, die Verrückte. Yeah, geil!
Hab ich dich! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Schnell verstecken! Hey, warte! So, schnell verstecken! Muss ich den Heuchler! Oh, jetzt geht's! Ja. Ah. Aber meine Dame! Oh yeah! Da sind sie ja endlich! Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Dame auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut, wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasst uns zurück zu Ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Das macht er gar nicht so schlecht. Naja. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hussa, wer bremst, der verliert. Deponia, ein Fest der Sinne. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Bozo. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja. Was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wie in... Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn? Was denn sonst? Schlafen. Mit den Händen schlafen natürlich. Nackt unter vollem Körpereinsatz. Beischlafen. Ja, krieg dich mal wieder ein, Rufus. Ich bin das nicht. Siehst du, der tut schon ganz müde. Der will unbedingt ins Bett, das wissen wir doch. So, Schubladenknopf, Bettknopf, das ist ganz toll. Ein Brieföffner.
zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, dem Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen, du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Ja, das kennt man ja bestimmt vom Frischkäse. Ihr habt ja bestimmt schon mal einen Frischkäse gegessen, so einen leckeren Brie. Und das hier ist so ein Brie-Pföffner. Damit kann man die Packung quasi vom Brie ganz, ganz zärtlich pföffnen. Das ist, ich höre schon auf. Ist das hier? Nein, das ist nichts. Okay, das hier ist Disco. Wieso haben die eine Ampel geklaut? Was haben die Lichter hier für einen Sinn? Brie-Pföffner? Schrank. Schubladenknopf. Kann man den Schrank öffnen? Einfach so? Aha, hier sind noch mehr Klites-Klamotten. Trage ich heute mal perlweiß oder lieber schneeweiß? Also wirklich, für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt 3 Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären, also 1,2 Bosos. Naja, so riesig ist er nicht. Immerhin passt ja ein Anzug rein. Ach, ich wollte mir da umkleiden. Klimaschacht. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Im Klimaschacht, ne? Wenn man da zum Beispiel ein bisschen wärmer dreht, dann spricht man auch vom sogenannten Klimawandel. Da regen sich alle drüber auf, aber alle wollen ein wärmeres Zimmer haben. So, auf jeden Fall kann ich hier öffnen. Das... Nee, zugeschraubt. Okay, das wissen wir jetzt. Hey! Wo sind die ganzen tollen Sachen, die wir angesammelt und geklaut haben? Ich will geklaute Sachen haben. Okay, mit Goal anschauen geht immer. Na, hoffentlich schnarcht sie nicht. Sagt ja der Richtige. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Ja! Mach ich natürlich als Letztes. Erstmal guck ich alles andere an. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Ein Kaffeeautomat. Kaffeeautomat. Waschnische? Das ist ein Kaffeeautomat. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Das ist doch bestimmt ein Kaffeeautomat. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Sieht aus wie ein Kaffeeautomat. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Okay. Ich wollte gerade sagen, meine Brust ist stark behaart. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Aber da sagt der Automaten. Da passt es nicht mehr so. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Naja, ich hoffe mal, das ist Fairtrade, ja, sonst trinke ich das nicht. Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich... Ja. Können wir trinken eigentlich? Hier, Goal, nimm doch einen Kaffee, hm? Für dich. Willst du einen Kaffee? Aber Rufus, wir wollten doch gleich schlafen. Genau, schlafen. Mit den Händen. Huch. Okay, Kaffee haben wir? Das ist Kaffee Haag. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Warum denn? Wir haben noch Kreuzfahrt gebucht. Ja. Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sehen wir aus wie Eindringlinge? Na, Schatz. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Geh auf deinen Posten, du Pfosten. Ich glaube, da müssen wir irgendwie, entweder wir machen jetzt wirklich das Bett fertig oder wir machen noch ein bisschen Spaß mit dem dem Typen da. Zu Ihren Diensten? Ja. Ich frag lieber nochmal nach.
Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Ja, dann muss ich aber leider darauf bestehen. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Und das werde ich auch. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Naja gut, dann geht das ja. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Zumindest nach außen hin. Darf ich? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Ach. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Die hat echt Probleme. Naja, aber es ist zugegebenermaßen immer noch besser als du Post nicht mehr in deine Hose oder du Diplomatie oder irgendwie so ein Scheiß. Naja, und wir sind jetzt immerhin auf dem Weg nach Elysium, beziehungsweise wir sind fast auf dem Weg nach Elysium, weil ganz ehrlich, was soll denn jetzt wohl noch schief gehen?